So, bei uns Siegtorschütze 1:0 gegen Essen in dem Spiel, wo ich echt sagen muss, ich bin fertig danach. Mhm. Wie war es für dich heute? Ja, mir geht's genauso. Also gerade jetzt in der englischen Woche, es geht schon echt, das zehrt schon. Es war nicht unverdient auf jeden Fall, war natürlich so ein typisches Stolpertor von mir. Ist aber scheißegal, weil wir einfach jetzt gerade nach diesem misslungenen Start der Saison einfach froh sind, wieder ein 3-1 gefahren zu haben. 7-Punkte-Woche, geil. Ich glaube, das Einzige, was wir uns ankreiden können, ist, warum wir nicht noch ein Tor mehr gemacht haben, weil wir den Deckel früher raufgemacht haben. Dann gleichzeitig aber wieder die Defensive stand, wieder zu null. Geil. Einfach geil. Ich glaube auch, wir haben jetzt immer eine Steigerung gesehen. Ne? Osnabrück, so ein dreckiger Sieg, wo nicht wirklich jeder dran geglaubt hat, nach dem Spielverlauf. Dann 0-0, wo wir gesagt haben, klasse, die Abwehr steht. Mhm. Heute der Sieg. Was ist passiert in der Mannschaft? Wie würdest du es denn beschreiben? Weil, wenn wir ehrlich sind, mit 3 Trainingseinheiten kann ja nicht nur der Trainer alleine dafür zuständig sein, oder? Da muss doch was passiert sein. Ich denke sein. Mal einfach, dass vielleicht der Kopf freier ist, dass Leute wieder mehr Selbstvertrauen haben. Fußball ist so komplex und so schwer zu. Da hast du Momente, wo nichts geht. Und dann Momente wie jetzt, wo ich jetzt zweimal in Folge bei zwei Heimspielen, der Pfosten geht genau zu mir, wo du denkst, wo waren denn sonst diese Momente? So, und das ist halt das Seltsame am Fußball, aber irgendwie haben wir jetzt das Karma wieder auf unsere Seite gezogen, dass wir jetzt einfach irgendwie dreckig diese Siege einfahren. Da fragt jetzt ein paar Monaten keiner, wie die Tore waren. Und ich kann einfach nur sagen, wir können richtig stolz drauf sein, wie wir es geschafft haben, einfach keine Tore mehr zu fangen, die letzten zwei Spiele. Und ein bisschen effektiver noch werden, aber sind wir auch so schon geworden. Das ist schön, lässt hier aufbauen. Ja. Ich glaube, mit dir haben wir auch, so sehe ich es jedenfalls, den gefährlichsten Boxspieler der Liga. Wenn wir den jetzt noch in diese Situation kriegen, wo er das zeigen kann. Ein paar mehr Chancen machen würde, aber ja, klar, also das. Genau. Wo geht die Reise denn hin? Ich meine, jetzt hast du ja auch schon wieder 3 Buden. Naja, aber ganz ehrlich, ich war zum Beispiel sehr unzufrieden mit meinem Spiel oder Ausbeute, weil ich da schon bessere Entscheidungen hätte treffen können. Bei meiner ersten Chance sage ich jetzt nicht, das geht auch ganz schnell, wurde irgendwie durch die Beine vom Tor daneben. Aber einmal wurde ich dann noch freigespielt, wo ich vom 16er den Ball wieder vertändel in der ersten Halbzeit, wo du denkst, ey, das sind halt so Sachen, wo du noch ein bisschen frischer im Kopf bist und abgezockter bist. Ja, das ist schön. Aber genau, ist mein Anspruch natürlich, der Mannschaft mit Toren und Vorlagen zu helfen. Und genauso gleichzeitig, weil ich in der Box reinlaufe, bin ich manngedeckt und so werden auch Räume für die Mitspieler frei. Und wir müssen die Dinger einfach reinbomben in den Strafraum, ja. Ja, jetzt sind wir fast schon am Ende, aber ich möchte es trotzdem noch, weil ich es persönlich möchte. Also ich würde mich auch freuen, wenn wir vielleicht mal ein bisschen längeren Talk haben, weil wir sind reglementiert auf eine gewisse Zeit, weil wir Interviews nur machen dürfen. Ja. Ich möchte trotzdem fragen, weil ich finde, es gehört sich auch. Ich war auch einer von denjenigen, der viel Kritik an deinem Wechsel geübt hat, der das nicht so toll fand, dich jetzt nicht mit offenen Armen begrüßt hat. Du hast mich spätestens in Halle Lügen gestraft, hast mittlerweile dich so entwickelt, dass man einfach das Gefühl hat, so irgendwie warst du schon immer da, du bist voll da, du brennst wie sonst kein Zweiter. Vielen Dank, riesen Respekt. Dafür auch, aber was war das für eine Herausforderung für dich, dich hier dann so auch zu entwickeln? Weil das war dir ja vorher klar, ne? Was hier los ist. Also erstmal Respekt, weil ich finde es cool, dass du mir so ins Gesicht sagst. Das sagen halt, sonst kriegst du in Form bei Instagram von Messages oder so. Und das ist ja auch mir ehrlich von dir und diese Gefühle sollst du oder darfst du auch haben. Und für mich gerade in der Rückrunde war es echt, und da lief es ja gar nicht gut am Anfang, ich hatte den Druck, wir steigen hier ab und das sah echt schon so aus. Also ich hatte den Klassenerhalt und gleichzeitig die Fans irgendwie zu gewinnen, dass ich hier akzeptiert werde. Und das war also zwei Schlachten, die ich schlagen musste. Und teilweise vielleicht immer noch. Und die Beweggründe kennt ihr ja halt wegen der Familie. Egal wo ich bin, da bin ich im Herzblut dabei und gebe ich Gas. Und ich kann nur versuchen, mit Leistung und mit Einsatz dann irgendwie die Meinung von Leuten dann zu ändern, dass sie sagen, hey, feier den vielleicht immer noch nicht, aber er gibt Gas und das ist das, was zählt. So, genau. Hast du auf jeden Fall gemacht, Jörns. Also genau. Von daher vielen Dank. Mach weiter so. Es, glaube ich, könnte eine ganz, ganz interessantes Restjahr noch werden bis zur Winterpause. Wenn wir so weitermachen, mache ich mir keine Sorgen. Ja, ich hoffe es. Ja. Vielen Dank, Jörns. Ja.